Oh mein Gott! Hallo, sind Sie etwa der Moritz? Ja, was kann ich denn tun? Ich glaube, ich habe Sie im Radio gesehen. Kann das sein? Oh ja, das höre ich öfters in letzter Zeit. Und servus Leute, hier ist wieder der Moritz am Start. Wie geht's euch? Wir haben das letzte Mal hier mit unseren dicken Eiern aus der alten Mine aufgehört, die wir jetzt zu Korkalom ins Sumpflager bringen müssen. Wir haben das Nest der tollen und hübschen Minecrawler-Königin ausgeräumt und uns dann noch die Eier unter die Nagel gerissen. Dann haben wir uns danach im neuen Lager noch die Aufnahme bei den Söldnern verdient und konnten uns nun Lees Leuten anschließen, haben da auch eine hübsche Rüstung bekommen, die uns bestimmt mehr schützt. Da wir unsere vorherige Rüstung einfach nur durch ein fettes Schulterstück und eine neue ausgeranzte Hose ersetzt haben. Ich würde sagen, wir fressen hier schnell was. Und dann geht's ab ins Sumpflager. Und hoffen, dass wir nun die große Beschwörung vollenden können. Ja, jetzt Wochenende ist vorbei, die Woche hat gestartet. Montag, ja, jeder kennt's, man hat wirklich Bock. Aber was will man machen, gell? Selbst ich muss ausschaffen, ich muss Let's Plays für euch aufnehmen. Wobei das ja richtig harte Arbeit ist, ja. So Gothic-Spiele und dann mein Know-how und Quetz vor allem Ding, gell? Kann man nichts sagen. Bin ja Schwab, da muss alles honoriert werden. Boah. Außerdem ist hier Affe-Hitz in meinem Raum. Ich muss mal Heizung runterdrehen. Das passt ja gar nicht zu mir, dass hier so viel heizt. Aber mir fallet ja schon von der Reisfeldung so. Sorry, mir wird ja ganz warm. Aber wahrscheinlich von mir selber, weil ich so ein ganz heißer Kerl bin, gell? Die Mädels erkennen mich ja schon im Radio. Im Radio habe ich sie gesehen, im Radio. Jo, hat jeder daheim ständig so ein Ding. Ich wurde zwar langsam antik, aber es gibt Leute, die hören es noch, gell? So, ich hoffe, wir können jetzt die große Beschwörung starten, indem wir mit Korkalom reden. Und ich hoffe, der entlohnt uns auch ordentlich, weil wir sind ja eigentlich weniger am Interesse der Bruderschaft, sondern an uns interessiert und an unserem Fortkommen. Deswegen ein paar Erzbrocken muss ich schon springen lassen. Guck mal, wie das aussieht. So meine Schulter geht die ganze Zeit durch meine Brust, also durch meine Schulterstück durch. Das ist ja voll eklig. Wir nehmen den normalen Weg und kommen dann hinten raus und machen dann nur die halbe Drehung bis zum Sumpflager. Das ist eine super Sache, das ist eine super Idee. Nee, wir machen die. Ich gerade die Idee kommt, dass wir die Almanach-Quest, die und die darauf ja folgen wird, theoretisch gleich machen könnten wir vorbeilaufen, aber wir wollen ja auch nicht immer so vorspulen, gell? Also machen ganz normal weiter. Jetzt müssten wir hier unser Kollege seiner Jägerhütte vorbeikommen. Das bringt's auch vor. Hier einmal der Jäger vom neuen Lager und 20 Meter weiter der Jäger vom alten Lager. Ob die sich hier manchmal treffen auf ein Bier? Wer weiß. Übrigens möchte ich euch berichten, ihr habt ein super Gothic-Hörspiel auf Spotify entdeckt, also müsst ihr euch unbedingt mal anhören. Das ist so ein Typ, weiß gerade wie er heißt, ich habe jetzt aber auch schon die ersten 15 Kapitel fast. Und der macht quasi ein Hörspiel auf der Basis der Gothic Story. Quasi, das macht denn da? Komm, halt. Und zwar, wir gucken mal in die Höhle, ob da noch ein Roller drum sitzt. Macht er ein Hörspiel und zwar er nimmt die Gothic Story, wo wir hier jetzt haben, aber schmückt die quasi noch aus mit so ein paar Details, wo er zufindet. Ist zwar dann nicht komplett alles Canon oder wie man es nennt. Oder ja, ich weiß nicht, wie man es genannt. Auf jeden Fall, aber erweitert das Hörspiel und es ist voll geil. Also ich feiere es mega auch. Er hat ein paar Charaktere dazu gedichtet und so ein paar Verhältnisse, wo so eigentlich im Spiel nicht stattfinden. Aber er macht eigentlich das, was ich mir schon immer gewünscht habe. Und zwar baut er diese Story im Minental, wo eigentlich noch sehr viel mehr Story hergibt, baut er richtig schön aus. Und ich bin richtig gerade, also richtig voll am Hören dran. Ja. So gerade während der Autofahrt, wenn ich längere Autofahrten habe oder so. Wunderbar, und das zieht dann wirklich in Bann. Obwohl man die Story eigentlich schon so halbwegs kennt, machen es diese quasi Story-Elemente, wo er noch mit reinbringt, noch viel interessanter. Und quasi nochmal hören zu werden, okay, eigentlich, wenn die Story so verlaufen wäre, hätte er eigentlich auch was. Also, wenn ihr wirklich Bock habt und euch für Gothic noch ein bisschen so mehr interessiert oder halt auch vielleicht so ein bisschen mehr Story hören wollt, hört es euch auf jeden Fall an, kann ich nur empfehlen. Weiß ich den Namen noch raus, den schreibe ich den euch in die Beschreibung. So, gute Scavenger. So, da drüben ist, sollen die, ach komm, die lassen wir uns mal anlabern hier. Sollen Sie mal was erzählen? Ein Schwank aus dem Leben. Erzähl.
Verschwinde hier lieber. Hinter dieser Barrikade beginnt das Orkgebiet. Ist das gefährlich? Sagen wir es mal so. Da dich die Orks sowieso in Fetzen reißen werden, kannst du uns auch genauso gut all dein Erz geben. Na klar, hier ist mein Erz. Ich glaube nicht, dass ich das will. Dann solltest du besser keinen Schritt mehr weiter tun. Was für Idioten, ey. Was wohl passiert, wenn ich denen wirklich mein Erz gegeben hätte? Können wir die Truhe plündern oder hauen die uns gleich kaputt? Und wir gehen mal in Verteidigungshalle und gucken, ob wir die... Beim nächsten Mal bringe ich dich um! Ja. Sorry, ich lasse mir noch nicht mein Erz von den Arschlöchern wegnehmen. Unsere Zeit kommt noch mit denen, glaubet mir. Die bringen wir schon noch um. So, was hockt da? Hockt da eine Eps? Ajo, ein Wallrad. Komm her, mein Bruder. Bruder! Bruder muss los, gell? Da ist nichts mehr. Sehr gut. Hab ich hier gerade so, ihr konntet aber gerade so einen Schwenker gemacht und so. Hä? Ist da was? Kann das sein? Also ein bisschen Fernkampf wäre schon nice, aber wenn wir Magier machen, müssen wir halt noch ein wenig warten, bis wir das kriegen. Können wir auch so ein paar Feuerpfeile und Feuerbälle schmeißen. Das ist schon recht so. Es wird aber echt schwierig. Wir müssen ja. Oh Gott, da ploppt mein Handy. Oh, ich habe gerade wirklich eine Bierflasche aufgemacht. Sauerei. Oh Gott, oh Gott. So. Mal geschwind Lauf laut losgestellt, damit es euch halt nervt. Wo waren wir genau? Hier, bei Moritz Umbringer. Und genau, wir waren bei den Magiekreisen. Da würde ich einfach müssen, ja, 5 Kreis 1 bis 6 alles lernen. 10, 20, 30. Boah, das sind echt viele Punkte, wo wir brauchen. Dann noch im Mana. Aber es soll ja eigentlich funktionieren. Wir sind ja jetzt gerade mal Stufe 12 und bis 30 hoch. Ja, das geht schon klar. Irgendwie. Irgendwie darf das schon. Yeah. Du da dir gut. Steht der Wolf noch da? Ja, da ist er. Wieder respawned hier. Komisch eigentlich. Ich dachte, wir wären von Kapitel 2 aus hier vorbeigelaufen. Haben wir den Wolf glatt übersehen. Sind da rüber? Ist echt voll an den vorbeigelatscht. Sorry. Das geht ja gar nicht. Aber da hinten im Wald müsste eigentlich alles leer sein. Haben wir ja eine ordentliche Großwildjagd unternommen da drüben. Er muss Jagd komplett. Los! Sauberei, wenn ich wieder einen Scavenger vergessen. Wo kommen die auf einmal alle her? Das kann ja gar nicht sein. Ich dachte mir, den ganzen Wald ausgeräuchert. Der wäre allerdings, hier, der immer aber kein Waldmanns Heil bekomme. Sauberei. Hören wir uns jetzt. Waldmanns Heil auf Varane. Super Sache. Weg. Weg. Zack, zack. Wie im Boxer. Will mir schon mal einer verpassen mit deiner Pange. Sauerei. Da müssen wir nachher rüber, aber das hebt man uns auf, bis uns der Talas, der schüchterne Novize, dann überbringt. Und da müssen wir auch später noch zum Orkfriedhof. Ist eine Sauerei, dass man das alles noch kennt. Ist ja gar nichts Überraschendes dabei. Aber trotzdem immer wieder spielenswert. Einfach diese verschiedenen Auswahloptionen, wo man hat, einfach genial sind. Hier haben wir aber jetzt wirklich mal alles ausgelöscht, oder? Ist ja jetzt nichts Neues. Oh, Sternschnupp, Leute, wünscht euch was. Wünscht euch was. Aber jetzt schon wieder Linse mit Spätzle. Der Running Gag irgendwie. Ich hoffe, es wird nicht langweilig. Aber einmal Linse und Spätzle muss in jeder Folge drin sein. Sonst ist kein Mallred Original. Kriegt's etwa made in Schwäbisch. Schwäbische Alb. Hier wieder der provisorische, unsichtbare Erst, wo uns nicht durchlässt. So, jetzt aber. Gleich haben wir's geschafft. Aber allein schon dieser Gang wieder runter zum Sumpflager lässt gut Memories hochkommen. Ja, so schön. Und dann auf einmal plötzlich, hier wie man die Wassergrenze sieht, da ist noch alles sauber und da fängt dann Industrie an, wo ihr ein ganzes Seuch und Schlick ins Wasser gelassen hat. Und dann tut sich das so Suspension bilden, quasi, wo dann die Schwebstoffe und alles sich nicht mit dem Wasser vermengt, sondern alles so unterschiedlich oben auftreibt. Oh, das ist auch. Macht gerade einen Wachwechsel. Nein, die sich gerade küsst. Jungs, darf ich vielleicht. Ah, ändern da Plätzle frei für mich. Schön. Und kann ja euch verkünden. Normalerweise, wenn man jetzt hier auf Sumpflager spielt, verkündigen. Ah, oh,
Deine Taten haben sich schon im Lager rumgesprochen. Hier, geh zu Kor Anga. Du hast dir die Aufnahme bei den Templern wirklich verdient. Und dann denke ich mir so, ey, ehrlich? Weißt du, da gibt es Leute, die hocken seit 3-4 Wochen, hocken die hier im Lager und wir machen das nach 2 Tagen, wo man schon Templer ist. Und die sagen, man muss sich jahrelang im Kampf beweisen, um seine geistige und mentale Stärke im Kampf zu beweisen. Ajo, ich bin jetzt schon 2 Tage dabei, lang das. Ah, du hast dich als würdig erwiesen. Du bist ein würdiger Vertreter für den Schläfer oder Gardist oder jetzt halt auch Söldner. Das ist eine super Sache. Das ist auch wieder so geil, die prägelt einfach miteinander. Und da ist immer gleich da. Haben wir uns geschwind noch unsere tägliche Ration Sumpfkraut ab. Wenn man das nicht jetzt in einem Tag macht. So, Ray Fortuno ist gar nicht da. Kalle, schaff was. Schaffer Häslebauer, gell? Hat der da hinten vielleicht irgendwie ein paar Vorräte? Nee. Nur so wegen hier. Nein, nix, wo wir klauen können. So, Ray. Oh, wir speichern mal lieber. Sonst hätten wir ein ganzes Stück wieder zurücklegen müssen. Das ist immer so. Gothic, da habe ich so oft vergessen, einfach zu speichern. Und dann war das halt so. Ich sag's auch so. War halt echt eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde Spielzeit immer weg. Und dann waren wir immer so angepisst. Einfach PC ausgeschaltet wieder. Und erst wieder einen Tag später angemacht. So, jetzt. Was willst du? Was willst du? Der Kalle kann aber wieder umdrehen, wenn so blöse. Ich habe Crawler-Zangen für dich. Sehr gut. Nimm einige meiner besten Tränke als Belohnung. Hey, das ist noch ein fairer Deal. 28 Zange gegen 3 lumpige Heiltränke. Ich habe Eier einer Crawler-Königin gefunden. Ich wusste es. Meine Vision war ein Zeichen. Die Eier ihrer Königin enthalten Eier. Also das starke Sekret. Ausgezeichnet. Damit kann ich ein Elixier brauen, das uns den Kontakt zum Schläfer ermöglicht. Was ist mit der Belohnung? Ah, ja, richtig. Danke. Danke. Ich meine eine handfeste Belohnung. Na gut, na gut. Was willst du? Naja. Bringt uns die Rune was? Die gibt uns bestimmt Lichtrune, oder? Eine Rune. Möge diese Rune hier deinen Weg witzige Anspielung. Lichtrune mit Weg erleuchten. Kann nun die Anrufung des Schläfers beginnen? Nein, es ist mir noch nicht gelungen, eine Methode zu entwickeln, den Fokus aufzuladen. Uns fehlt das alte Wissen über diese Artefakte. Heißt das, es war vergebens, die Eier zu holen? Nein, hör mir zu. Es gibt einen Almanach, in dem das steht, was wir wissen müssen. Wir haben dieses Buch dem Feuermagier Coristo aus dem alten Lager abgekauft. Allerdings ist es beim Transport vom alten Lager hierher geraubt worden. Yeah. Ich hatte Thalas, einen Novizen, stimmt, damit beauftragt, das Buch zu mir zu bringen. Aber er wurde überfallen. Er hat mich enttäuscht. Aber ich habe ihm noch eine Chance gegeben. Er hat nun den Auftrag, den gestohlenen Almanach zurückzuholen. Sprich mit ihm. Er wird alle Hilfe brauchen, die er bekommen kann. Naja, gut. Und der Auftrag wird wahrscheinlich so aussehen. Er versucht auf dem Vorplatz des Er sagt mir, was er weiß, und ich gehe hin und hole das Ding. Oder er zeigt mir wahrscheinlich den Weg doch. Und ich halte den Rücken voll. Also, alles klar, Bro. Thalas hat berichtet, dass er von schwarzen Goblins überfallen wurde. Merkwürdig, aber nicht unmöglich. Ein Fall für Galileo Mystery. Was ist für mich drin? Habe ich nicht schon mehr als einmal meine Großzügigkeit bewiesen? Naja. Du wirst angemessen entlohnt Könnte werden. Besser sein. Gucken wir mal, jetzt was erzählt. Was machst du für Experimente? Meine Forschung befindet sich auf einer Ebene, von der du nichts verstehst, Bursche. Bursche. Verschwende nicht meine Zeit. Guter Bursche. Gut. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Jawohl, und der Säge sei mit dir. Guter Wust und Kreider, hoffe ich mal. So. Ne, von dem brauchen wir eigentlich nix. Ja, Thalas, hoffen wir mal, dass unser Horn auf dem Tempelvorplatz rumstart. Und uns gleich der Weg zeigt. Das muss man Nacht- und Nebelaktion draus machen. Das ist nämlich auch erledigt. Dann können wir ins Kapitel 3 starten. Straight. Ajo, ajo, betet mal alle. Bete. Betisch. Du musst hier Thalas sehen. Hey, was schon ein Lied?
Kann er ja rumstehen, als Sumpfkraut rauchen kann, ja. Du bist Talas, der überfallen wurde. Lass mich in Ruhe, ich will nicht darüber reden. Ich kann dir helfen, den Almanach zurückzubringen. Wirklich? Goblins haben mich überfallen und jetzt soll ich wieder zu ihnen gehen und das Buch zurückbringen. Ich mache dir einen Vorschlag. Talas ist übrigens ich auch ich zeige Hilden. Dir den Weg zum Almanach. Die ziehen sich immer Perücken auf und ziehen sich anders an. Gib mir 50 Erz und ich bin dabei. Was? Du beraubst mich. Nun gut. Sag mir Bescheid. Wir sind aus dem neuen Lager. Was erwartest du? Ich bin bereit. Wir können losgehen. In Ordnung. Folge mir. Jawohl. Wahrscheinlich läuft jetzt wieder ganz scheiß zusammen. Klassiker halt. Oh, du gute Talas. Bring uns zu deinem Versteck, wo du dein Ding, wo du dich berauben lass, Arsch. So, ey. Zeig uns, wo die Reitlinger sind. Da machen wir Krautwickel aus denen. Schön mit Brennnesselpesto. Rechts, links, links, rechts. Gute Ball, Mann. Ball, Namib. Namib. Sonst so, was gibt's Neues? Was macht ihr so die Woche? Sind alle wieder am Schaffen, fleißig am Häuslebau, oder? Ja, denke ich mir doch. Ja, muss morgen auch wieder zur Vorlesung. Zum Glück haben wir montags immer ein wenig frei, aber ich hätte auch lernen. Ich habe jetzt schon zweieinhalb Stunden wieder Zeug für ERP aufgeschrieben. Und ja, wo man sich so mit informatischen Prozessen in Unternehmen auseinandersetzen muss. Was es da für Softwares gibt und sowas. Also SAP, SAS, IAS, aber boah, da platzt mir schon wieder der Schädel. Denk mir aus, was hat denn das mit Umwelt und so, aber ja. Gut, muss man wohl durch, wenn das die Hochschule so vorschreibt. Naja, können sie ja nicht ändern. Ja, und dann irgendwie dieses Jahr ist sowieso der Wurm drin. Ich studiere Energie- und Ressourcenmanagement. Und irgendwie geht es halt nur um BWL, größtenteils dieses Semester. Also halt Konzernrechnungswesen, Makroökonomie, Projektmanagement, Wirtschaftsethik. Und dann fragt man sich, okay, eigentlich wollte ich ja irgendwas mit Umwelt machen, lernen, wie man Abfall richtig entsorgt, verschiedene Entsorgungsanlagen kennenlernen, erneuerbare Energiemöglichkeiten kennenlernen, also, aber naja, scheint wohl nicht so wichtig zu sein. Hinter dieser Brücke ist die Höhle dieser verdammten kleinen Biester. Pass auf dich auf. Du kommst nicht mit? Ich werde hier auf dich warten und unseren Rückzug decken. Jawohl, gute Arbeitsteilung. Könnte man jetzt wieder statistisch im Projektmanagement was sie aufzeigen. Zeigen sie, jawohl, gute Arbeitsteilung, dann sind wir nämlich effizienter und können unseren Erfolg um so und so viel Prozent steigern. Während ich halt hier geschwind alleine die Dinger mit einem Schlag fertig mache. Kommt einfach so wie kein Schaden. Das kann ich. Ich würde eigentlich immer, bevor ich wieder zu den Zumpf gehe, in mein eigenes Lager gehen und mich auf jeden Fall einer höheren Gesellschaft dann anschließen. Also wenn ich jetzt im alten Lager wäre, würde ich auf jeden Fall gucken, dass ich Feuermagier oder Gardist wäre, dass ich auf jeden Fall noch eine bessere Rüstung dazu kriege. Wobei die sich gar nicht so krass unterscheidet. Ich glaube, die beste Rüstung, wo man so im zweiten Kapitel haben kann, also am Anfang ist die schwere Schattenrüstung. Ist sowieso irgendwie witzig aufgebaut. Im Sumpflager gibt es nur eine einzige Rüstung. Im alten Lager zwei und im neuen Lager dann drei. Witziger. Von der Garderüstung gibt es nur zwei, weil die Schwere nicht freischalten können. Das ist halt sowas wie Pinata spielen. Zack. Hoffen, dass sie kaputt gehen. Alter. Das ist einfach nichts. Na, wir speichern mal. Ein guter Schluck aus der Heilpulle tut auch mal ganz gut. So, sehr gut. Ah, ja, ist geil. Was machen wir denn mit der ganzen Holzkeule hier? Die haben alle im IKEA verkauft und sollen der neue Regal draus bauen. Komm her. Provozieren hat, gell, Bruder? Bleib cool. Hättest leben können draußen. Aber nee, du wolltest ja unbedingt aufs Maul. Wolltest Stress machen, oder?
klassisch. Einer greift an und es kommen 10 dazu. Sauerei. So, ich hier hab's drin. Nee. Schleer. Dann gucken wir an die nächste Kammer, ob man hier der Almanach schon findet. Ey, oh, guter Loot. Ey, das haben wir auch oft. Ein paar Pfeile, ein Erzbrocken und eine Fackel. Ich glaube, bessere Loot kann man sich gar nicht vorstellen. Streitkolbe und hier. Trank. Gutes Bier. Super Sache. Halbe. Das gefällt mir. Und jetzt. Ja, Erz. Ein paar Dietriche. Und hier muss dann der Almanach drin sein. Den wir gerade mal lesen. Ah ja, gute Lichtrune. Sieht das aus wie so eine Laterne irgendwie, oder? Mit so. Wie nennt man dieses Kirchenglas? Boah, gute Frage. Jedenfalls so wie dieses Kirchenglas auch gemacht. So mit diesen verschiedenen Farben drin. Und so Ornamente und sowas. Echt schön. Wir wollen ja einmal nachlesen. Kapitel 23. Die gebündelte Macht, die im Inneren des Steines ruhende und ständig wachsende Kraft, wird durch die Worte des Magiers freigesetzt. Beständig oder auf einen Schlag, das liegt allein in seinem Ermessen. Zugleich wird der Fokus jedoch frei von der Macht. Er ist nunmehr eine leere Hülle, die Worte der Macht, um die in einem Fokus aufbewahrte Energie freizulassen, sind vielen Künstlern der arkanen Kraft zugänglich. Auch ein neues Artefakt mit Energie zu füllen, ist mehr magische Gepflogenheit geworden, denn ein Geheimnis der Wissenden. Doch einen gebrauchten Fokusstein wieder erneut aufzuladen, verstehen nur Auserwählte. Diese Formel aus uralten Tagen dient als Zeichen der hohen Gabe. So, dann Wissender, öffne deinen Geist für die Worte alter Macht. Fancy. Ich würde sagen, mir googelt gerade noch in die andere Kammer. Alter, echt jetzt? Bist du Stress? Komm her. Ich finde den Haufen, Ja, schon wieder das nächste Level. Jetzt haben wir bald 50 Punkte. Geil. So muss es sein. Können wir richtig gut nachher uns als Magier gleich hochplussen. Wäre Schwachsinn, wenn wir jetzt groß da einfach in Stärke investieren noch. Wäre zwar später gut, dann können wir einfach alles so wegmetzeln, aber uns fehlt dann einfach die Zweihandkunst, wo wir nicht lernen werden. Wenn wir eine Zweihandwaffe nicht, ich glaube, wir werden immer bei der Einhandwaffe bleiben und hoffen, dass wir uns vielleicht noch Skarsklinge irgendwie sichern können, aber es ist echt schwierig. Weil die uns alle weckern, da sind noch ein paar, oder? Ja, gar nicht so mehr. Lass die so kommen. Die lasse ich kommen. Machen wir doch dann viel mehr Geld. 50 Punkte. Weil das sind halt fast so viel, wie man für den letzten Kreis braucht. In Gothic 2 ist es nämlich so, da gehst du halt 15 Punkte im dritten Kreis. Weil es dann auch irgendwann zu krass wird. Und hier ist halt wirklich immer 10 Punkte pro Kreis, glaube ich. Also 10, 20, 30, 40, oder? Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Das ist schon ewig her, dass ich als Magier gespielt habe. Es kann aber sein. Ich glaube, es waren nämlich 10, oder? 15. 10, 20. Ich glaube, es war 10, 20, 30, 40. Halt immer so für die. Das wäre aber auch extrem viel. Ich weiß nicht mehr. Also ich glaube, es war so. Ja. Dass man so halt plus. Aber wann können wir uns Wassermagier nennen? Schon im dritten Kapitel? Weil ich habe das neue Lager, glaube ich, echt nur einmal bespielt. Und sonst sehr oft Sumpf. Weil Sumpf halt das beste Lager ist. Und halt auch. Du hast den paar Mal das alte Lager. Gut gemacht. Gehen wir wieder zurück ins Lager. Jawohl. Abmarsch. Tut. Alles einsteigen. Der Zug, mit dem es für die, wo es nicht interessiert, fährt ab in Richtung Sumpflager. Oh Gott. Ah, das war jetzt wieder schön. Ich glaube, wir müssten jetzt in Kapitel 3 starten können. Weil jetzt haben wir ja eigentlich, es waren drei Komponenten. Fokus, Eier, Almanach. Dann müssten wir uns bei Nacht eigentlich nur einfinden und dann, zack, beginnt die große Anrufung. Und dann sind wir in Kapitel 3. Aber ich glaube, wir können erst...
Wir können uns erst in Kapitel 4 anschließen, oder? Kapitel 3 ist ja nicht so lang. Das passiert ja eigentlich nur... Ja, doch. Ja, Kapitel 3... Ja, ich glaube, ich hab's, aber... Werde ich ja jetzt nicht spoilern, was so passiert. Wobei, ich glaube, ihr kennt eh schon meistens den Storyverlauf hier, wie es weitergeht. Also von dem her. Ja, wir kommen dann ins Lager von den Wassermagiern, dann hochgeschickt und dann, wenn wir erst auf die Suche geschickt werden, dann beginnt, glaube ich, Kapitel 4. Ja, Kapitel 5, dann das erste Mal im Tempel. Jo, doch, macht Sinn. Huh, wir haben ja echt schon bald die Hälfte durch hier. Sabolot. Wobei, ich glaube, der längste Prozess ist halt wirklich so der Anfang, sich hochzuleveln. Hier sind wir wieder. Am besten, du bringst den Almanach gleich zu Kurkalon. Pass nur auf, dass du dich nicht überarbeitest. Keine Angst, darauf achte ich sogar sehr. Mach dir um mich keine Sorgen. Finde ich gut, Karl. Gute Work-Life-Balance ist immer wichtig, weil man hat heutzutage so viel Probleme mit Burnout einfach, man sieht's. Was geht das hin hier? Cool. Also im Endeffekt dann mehr Krankheitstage kommt, als wenn man jetzt einfach so ein bisschen die Arbeitszeit runterschrauben würde, zum Beispiel auf eine 4-Tage-Woche oder man könnte ja am Anfang, wie es bei vielen Industriegewerkschaften nämlich auf 35 Stunden mal runterzufahren und dadurch eine bessere Work-Life-Balance zu garantieren. Also mein Vorschlag ist ja immer 4 Tage arbeiten und freitags so ein halber Tag, weil dann kann man freitags noch so ein paar Sachen erledigen, es ist relativ entspannt, man weiß halt einfach so, ja, ich kann jetzt hier echt entspannt ins Wochenende starten. Wo ich ja früher noch in der Ausbildung war, haben wir es freitags teilweise so gemacht, dass wir halt so unter der Woche noch eine halbe Stunde länger geschafft haben und dann freitags einfach die 4 Stunden, also die 2 Stunden dann früher abgehauen sind. Und das war echt entspannt. Vor allem die halbe Stunde länger tut einem halt echt nicht weh und es ist eh nur so, naja, ich guck noch, was da zu tun ist, check noch, ob irgendwelche E-Mails reingekommen sind, palaber ein bisschen mit den Kollegen und dann ist die halbe Stunde auch rum. Pardon? Excuse. Ach, wir müssen echt die Rüstung loswerden, das fuckt mich gerade voll ab. Was willst du? Ich habe das Buch gefunden. Gute Arbeit! Du hast alles besorgt, was wir brauchen. Ich werde jetzt die letzten Vorbereitungen treffen. Wo wird die Anrufung stattfinden? Komme bei Nacht zum Tempelvorplatz. Dort werden wir uns versammeln, um den allmächtigen Schläfer zu rufen. Jawohl, ich komme. Warum muss es Nacht sein? Tag ist doch auch gemütlich. Ja, da holen wir uns gerade unser... Was ist denn bei Nacht los? Jetzt haben wir zu spät gewesen. Ne? Gib uns mal Krautration. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm. 3 schwarzer Weiser. Aber nicht alle auf einmal rauchen. Ja, klar. Machen wir. So. Gott, speichern. Ist das... Hey, du! Das ist einfach nur eine Büste, Statue. Bis Mitternacht schlafen. Das ist wirklich... Abmarsch! Hey! Du hast doch die große Anrufung, oder? Gut, dann guck ich's mal, Leute. Bastet halt Apps. Ebbes. Klingt's besser. Na, da stand jetzt schon Bar. Der predigt einfach weiter, Kerl. Jetzt stand zu deinem Kollege danach, gell? Die lange Zeit des Wartens ist nun endlich vorbei! Durch seine unermessliche Macht hat uns der Schläfer an diesen Ort geführt. Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn ich sowas sehe, das erinnert mich immer an die Schwarz-Weiß-Aufnahme von 1933, wenn da Leute aus so steinerne Podeste gestanden sind. Und rumbrüllert und mit Händen gestikuliert. Aber die Masse macht mit. Vereinigt eure Gedanken, auf dass der Schläfer uns erhört. Denn sein Weg ist der Weg der Freiheit. Und wir sind seine Auserwählten. Der Schläfer erwacht. Schläfer, erwache.
Meister, was ist passiert? Ja, Meister, was ist geschehen? War es der Weg in die Freiheit? Genau, er wollte uns den Weg in die Freiheit zeigen. Ja, was ist damit? Was hast du gesehen? Ruhe! Klar ist, der Weg in die Freiheit führt über die Orks. Der Schläfer hat uns einen Ort gezeigt und den müssen wir finden. Nicht weit von hier ist der Eingang zu einer Orkhöhle. Dort fangen wir an zu suchen. Der Schläfer ist mit uns. Was soll das heißen? Sollen wir gegen diese Monster kämpfen? Euch hat der Schläfer nicht zum Kämpfen berufen. Ihr Novizen könnt für uns beten. Kapitel 3: Artefakte von uralter Macht. Schön, dann kann man. Guck, da sieht man gerade, wie der Schlafzauber auf den gewirkt hat. Was sagt der Korkalom? Was willst du? Wie sieht es mit einer Belohnung aus? Was willst du haben? Alles. Mana-Trank, Erz. Erz. Gib mir Erz. Dies soll deine Gier nach Erz zufriedenstellen. Jawohl, Gier, Gier. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Wie geht es jetzt weiter? Die Vision war sehr verschwommen und gab mehr Rätsel auf, als dass sie uns Antworten brachte. Aber eines war klar. Man konnte einen Ork in einer Höhle erkennen. Es gibt eine alte, verlassene Kultstätte der Orks, ganz hier in der Nähe. Früher haben dort die Orks ihre Verstorbenen beigesetzt. Daher nennen wir dieses Höhlensystem den Orkfriedhof. Nein, echt? Der Guru Balukor ist mit einigen Templern dorthin aufgebrochen. Vielleicht finden wir dort etwas, das uns hilft. Die Vision besser zu verstehen. Ich brauche jemanden, der dort nach dem Rechten sieht und mir von der Situation berichtet. Warum gehst du nicht selber? Das ist keine zwei Minuten. Du bist doch der Anführer der Templer. Meine Aufgabe ist es, den Erleuchteten zu schützen. Ich bleibe hier bei Iberion und wache über ihn. Du hast dem Lager schon große Dienste erwiesen. Ich vertraue dir mehr als jedem anderen hier. Ich bitte dich, gehe zum Orkfriedhof und berichte mir, was die Templer dort gefunden haben. Ach, Koranga ist so ein Ehrenmann, für den machen wir das umsonst. Ich mache mich sofort auf den Weg. Bevor du losgehst, nimm diesen Ring. Er möge dich im Kampf schützen. Wo ist der Orkfriedhof? Nicht weit von hier. Der Novize Talas kennt den Weg. Du findest ihn unten auf dem Vorplatz des Tempels. Er wird dich dorthin führen. Laufbursche aus dem Sumpflager. So, ich würde gerade sagen, hier machen wir wieder einen schönen Cut. Die halbe Stunde ist leicht überschritten, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Wie immer, wenn euch meine Videos gefallen oder mein Sprachstil oder was auch immer an mir gefällt, gebt mir ein Like da. Wenn ihr mich hasst, dann gebt mir trotzdem einen doppelten Like. Abonniert natürlich meinen Kanal. Und wenn ihr sehen wollt, wie wir vier uns alle mit Iberion zusammen kuscheln, dann unterstützt mich doch auf Patreon. Also macht's gut. Euer Morat.